So, da sind wir bei einer weiteren Folge von Let's Play Metro 2033, eine neue Aufnahmesession. Wieder mit unseren tollen, tollen Freunden, den gorillaartigen Viechern. Hallo. Also ich bin froh, dass wir diese Waffe hier haben. Mich wundert das Ganze, dass es hier relativ leer aussieht, als ob sie hier alle schon wieder ausgeräumt hätten, obwohl das ja relativ gefährlich hier ist. Wir haben kaum noch Munition für diese Waffe, das ist nicht gut. Ein Magazin pro Gegner, das kostet natürlich ganz schön. Oh, ich glaube, da brauchen wir auch unsere Gasmaske. Ah, die haben wir eh auf. Hahaha. Ich höre das Knurren schon wieder. Interessant. Oh oh. Alter. Na super. Geradewegs reingesprungen. Ach, da haben wir unseren Freund da. Verdammt, jetzt hat er sich verpieselt. Stirb! Oh Gott. Okay, das Vieh haben wir besiegt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten weiterkommen. Wahrscheinlich hier rüber, ja. Ups, ich dachte eigentlich, ich muss hier hoch, doch geht. Da haben wir eine Leiche. Ich frage mich zwar, wie der hier gestorben ist, weil wahrscheinlich wegen der Radioaktivität. Mein Gott, der hat nämlich keine Gasmaske auf. Sonst ist er hier eigentlich relativ sicher gewesen, glaube ich. Rohre. Hat sich irgendwas im Wasser lang gelaufen? Interessant. Hätte ich vielleicht mal meine Pistole für einsetzen sollen. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin. Wahrscheinlich schon, aber hier... Was war denn das hier für ein Aufstieg? Hm. Der hat mich... erschreckt. Wir hören ihn auch wieder, aber momentan sehe ich noch nichts. Wobei es mir lieber wäre, wenn ich was sehen würde. Irgendwie habe ich das Gefühl,
der hat unsere Gasmaske auch nicht wirklich. Naja, er zählt das noch nicht wirklich runter, weil ich höre auch kein Atmen von ihm. Wäre ja praktisch. Was haben wir denn da? Schläft der oder was? Oh nee. Lass mich verarschen. Endlich, okay, der ist auch down. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Was? Ist er doch nicht tot? Hä? Vielleicht sollte ich jetzt mal meine Pistole dafür einsetzen. Wo ist er denn? So, wenn er jetzt nicht tot ist, dann will sie auch nicht. Oh Gott. Oh Gott, die Munition sieht wirklich schlecht aus. Ist das hier ein anderer Zugang? Kam ich da gar nicht weiter, ne? Tatsache. Ich hätte mich vermutlich also auch vorbeischleichen können. Das ist natürlich wieder toll. Da freut man sich immer besonders. Der ist hinüber. Ach, das, nee. Dann waren das zwei, wa? Dann habe ich den eben doch erledigt gehabt. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? So. Keine Ahnung, was das gerade bewirkt. Hauptsache, wir haben es erstmal gedreht. Oh Gott. Glück heilen wir uns immer selber. Ich glaube auch, das Ding bricht zusammen, könnte ich mir vorstellen. Alter, wieso ist der denn gerade nicht hier gesprungen? Was ist denn das? Ach so, das Ding ist war bestimmt im Weg. Also kann ich nur hier springen. Nee, hält noch. Na, ich freue mich wieder so einer. Wahrscheinlich kommt er genau dann angelaufen,
wenn wir hier unten sind. Sehe ich den da? Da sehe ich ihn doch. Kommt er nochmal an? Okay, runter. Sehr gut. Also er hat hier sehr viele Leichen nach unten geschleppt, scheinbar. Und ich merke gerade, dass ich meine Festplatte gar nicht aufgeräumt habe. Scheiße. Dann kann ich erstmal nur diese Folge machen. Und muss dann erstmal wieder was löschen. Eieiei, total vergessen. Da ist die Tür offen, da sollen wir sicherlich durch. Oder auch nicht. Ist es nur. Und Überraschung. Hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Gut, dann geht es wirklich wieder alleine weiter mit Fahrt nach Sparta. Geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie kann ich mit der Schlüssel? Klar, machen Sie sie an. Da wären wir. Dies ist der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas. Außenbasis.
In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Wow, wir haben es wirklich geschafft und hier mache ich dann erstmal ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann. Hm.